Ja, erst noch kurz warten, bis die Leute reinkommen, dann fangen wir an, würde ich sagen. Wo ist denn der erste Track? Aber wir sind schon live, ja? Ist es schon live? Wir müssen uns schon benehmen. Das ist ärgerlich. Okay, ist eine. Marvin Schulte, ich nehme jetzt einfach die zuerst. Live. Naja, ich muss noch kurz. Läuft aber alles. Ich teile den Stream noch kurz. Schickt uns bitte Katzenbilder. Jetzt. Das macht man ja wirklich. Das sollte man sowas, mit sowas sollte man mindestens nicht scherzen. Nicht? Nein. Ich würde jetzt nur einen schicken schon. Stimmt, kam länger nicht. Er kam länger nicht per Mensch. Ja, stimmt, ja. Vielleicht mal. Können wir das jetzt auch live auf Instagram bringen? Bei Instagram Stories kann man doch auch live gehen, oder nicht? Ja, man kann bei Instagram live gehen auch. Kann man da nicht bei WEPLAY das auch? Oder kann man das nicht noch gleichzeitig sharen? Wenn ich jetzt noch ein Handy hätte, würde es gehen, ja. Okay. Ja, okay, was ist denn hier? Ihr seid jetzt eingebunden, oder? Wir sind schon live. Der Herr Braun möchte auch einmal live sein. Sehr gerne. Genau, das ist hier on air. Jetzt können wir mal die Tür zumachen und dann geht's ja. Okay, fangen wir einfach an mit der ersten Demo. Die ist von Marvin Schulte, aka Murph. Muss ich erstmal Hallo sagen? Wir sind hier. Schönen guten Tag. Ja. Ja. Ja, Mann. Sind schon ein paar Leute online? Haben wir schon ein paar auf dem Stream? Ja, ja. Ja, hervorragend. So, dann herzlich willkommen zum heutigen A&R-Livestream mit Q&A und allem, was euch sonst noch auf dem Herzen liegt. Vielen Dank auch nochmal, wenn ihr sehen könnt, was hier wieder mit uns ist. Vielen Dank nochmal auch für die vielen Zuwendungen vom letzten Mal. Was uns sehr gefreut hat, einige haben tatsächlich das Feedback aufgenommen und dann auch mal Updates geschickt von ihren Produktionen. Teilweise sogar mit der Auflistung, was sie von den Tipps umgesetzt haben. Das fanden wir echt klasse. Da ist es jetzt, glaube ich, noch nicht zu einem Signing gekommen, aber es waren ein paar Sachen schon sehr nah dran. Insofern auf jeden Fall dranbleiben. Und bitte weiterhin gerne auch dann das Feedback und die Tipps umsetzen und dann nochmal rüberschicken den Track. Weil das kann dann eventuell die 10% ausmachen, die es vielleicht, denen es vielleicht gefehlt hat zum Signing. Und darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch ganz besonders, wenn Tipps und Feedback von euch umgesetzt werden. So. Korrekt. Dann geht's, genau, Jan nochmal. Ja, die Demo ist von Marvin Schulte, aka Murph. Hat jetzt nicht viel zu dem Track gesagt, ich habe ihn mir vorher nicht angehört. Also gucken wir mal, was kommt. Okay. We'll be right back.
schöne Einladung gemacht habe. Also, für dich, also die Quali finde ich auf jeden Fall schon mal ganz cool. Punkte für mich wären, um in der Reihenfolge zu bleiben, ich finde diese Übergänge von den Noten, die so ein bisschen eilig klingen, finde ich ein bisschen too much. Vor allem dadurch, dass sie so häufig vorkommen in beiden Breaks. Die Parts kann man ein bisschen kürzer gestalten, dass das nicht so lange so rumeiert. Das würde ich, glaube ich, knapper machen. Die jeweiligen Steigerungen finde ich sehr, sehr leer. Das könnte man verbessern. Und im Drop würde ich einerseits, glaube ich, mal gucken, ob man ein bisschen mit den Drums, an den Drums arbeitet. Die Hi-Hat und Clap, das ist wirklich so 100% 0815 klingt das. Und vielleicht kann man da, gerade durch diese Step-Sounds, kann man, glaube ich, noch viel mehr mit Tiefe arbeiten. Also mit zum Beispiel Hall-Effekten auf den Steps, dass die Steps so heilen und dann wieder weggehen oder so. So kann man so ein bisschen Tiefe und Bewegung reinbringen. Das klingt sehr, sehr trocken und einfach noch. Ich glaube, da kann man es ein bisschen einfach, dass es hochwertiger klingt. Das wäre jetzt so meine Punkte. Würde ich mich größtenteils anschließen. Das, was du meinst mit den Rumeiern, das würde ich auch ein bisschen minimieren, wobei... Den Übergang kann man ja ein bisschen kürzer machen. Ja, genau. Das ist, glaube ich, um die Spanne einfach. Es wird, glaube ich, klar, wo du hin willst damit, und das ist auch durchaus ein cooler Effekt. Allerdings ist das einer von diesen Effekten, die schon sehr ausgefeilt sein müssen, damit sie dann auch wirklich in der Praxis funktionieren. Was die Build-Ups angeht, das habe ich ja schon gesagt, das ist noch ein bisschen so Mash-Up-mäßig. Ich finde das Vocal übrigens ganz gut, aber es ist so ein bisschen so, dass der Kontext zwischen Breaks und Drops noch nicht so ganz gegeben ist. Und man hätte auch, sage ich mal, zeitmäßig noch ein bisschen Spielraum, um das auch umzusetzen. Also sprich, um zumindest im Hauptbreak ein bisschen längeren Build-Up zu machen und das Ganze ein bisschen besser ineinander übergehen zu lassen noch. Denn wir sind jetzt bei 2:22 Spielzeit. Recht kompakte Tracklänge, also noch alles zwischen 2:30 und 3 Minuten ist selbst ja für Spotify noch akzeptabel. Insofern hätte man da auch zeitlich noch ein bisschen Spielraum, das Ganze auszuarbeiten, aber ansonsten vom Ansatz her finde ich das nicht schlecht. Okay, cool. Danke auch an die schon im Vorhinein Tracks geschickt haben. Wenn einer von euch, die mir jetzt im Vorhinein schon was gesendet hat, gerade im Chat ist, macht euch mal bemerkbar, weil die bevorzugen wir dann ein bisschen. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal chronologisch weiter in der Reihenfolge, wie mir die Sachen geschickt wurden. Die nächste Demo ist von David Bayer. Ich schicke sie dir eben rüber im Moment. Und ist auf jeden Fall Tech House, habe ich gelesen. Ist eine exotische Techno-Tech House-Nummer geworden. Würde mich interessieren, ob ihr das Konzept so stimmig ist und wie ihr die technische Umsetzung findet. Okay, interessant. In der Description steht supported by Fischer, Chris Lake, Steve Aoki, Mia Khalifa und Mozart. Jetzt würde mich sehr interessieren, ob es auf den Track bezogen ist oder auf den Künstler im Allgemeinen. Aber wir hören mal rein. Ich würde mich wahnsinnig interessieren, wo du Mozart kennengelernt hast. We'll be right back.
ziemlich in Ordnung. Weiß nicht, ob das auch so rüberkommt im Livestream. Track in einer bisschen düsteren Stimmung, passt ja auch zum Track-Namen, Devil. Im Großen und Ganzen auch in der ersten Hälfte alles berücksichtigt, was man zum Take-Out-Track braucht, sprich in jeder Taktschleife kommt wieder ein neues Element mit dabei, wieder neue Percussion oder sowas. Was es aber als Gegenstück gerade bei diesen düsteren, sehr treibenden Tracks eigentlich mal braucht, ist halt so ein Melodie-Element oder sowas, auch wenn es nur im Break ist. Das eskaliert hier allerdings völligst im quasi dritten Drop, den man stelle. Ich würde, glaube ich, den Sound, den du da jetzt drin hast, komplett verbannen aus dem Track, eine Alternative suchen und die auch nicht unbedingt über den Drop legen. Weil da ich weiß, der Track schweift irgendwie ab, der hat irgendwie cool angefangen und hat irgendwie einen coolen Vibe auf jeden Fall, auch wenn mir der Sound am Anfang nicht unbedingt gefallen hat, aber das ist auch sicherlich ein bisschen Geschmackssache, aber es wird auf jeden Fall bestimmt in irgendeinem Plugin einen adäquaten Ersatz dafür geben, mit dem du auch happy bist und mit dem ich dann vielleicht auch mehr happy bin. Aber also insbesondere dieser, im Prinzip kann man sagen, der dritte Drop. Das ist einfach, also ich finde es unentspannt und ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wer das wo spielen soll. So. Ja, ich finde es, eigentlich ist auch wieder alles gesagt. Mit dem etwas härteren Sound finde ich eigentlich ganz cool, es ist nur irgendwie dann nicht so perfekt umgesetzt. Vielleicht muss man den, also wenn du unbedingt drin haben willst, vielleicht diese fiesen Töne ein bisschen raus EQ'en, den ein bisschen leiser mit reinpacken. Mir fällt generell nur dann... Genau, das meinte ich eben auch, als ich sagte, es tut ein Ohrenweh. Ja. Es tut ein Ohrenweh, weil es keine subjektive Geschmackseinschätzung, sondern ich meinte damit halt die Frequenzen insbesondere. Genau. Und mir subjektiv reicht das aber auch nicht als Thema. Also, mir fehlt da irgendwas, irgendein Wiedererkennungswert, irgendwas, wo ich sage, bei dem Track muss ich unbedingt spielen. Wäre jetzt für mich im Tech-House-Set nicht unbedingt möglich, beziehungsweise wirklich dann im sehr undergroundigen. Sonst gucken wir, ob das mindestens irgendwie hin EQ'd bekommst, dass das nicht ganz so fies klingt. Du kannst auch, was auch mal ein guter Tipp ist, nimm den Track mal mit ins Auto, hörst übers Handy, hörst über die schlechte Anlage von Papa oder keine Ahnung was, einfach über viele verschiedene Boxen, dann hören die Sachen sich meistens nochmal ganz anders an. Vielleicht hast du auch einfach eine andere Abhöre, wo es dir gar nicht so vorkommt, wie es jetzt zum Beispiel bei uns hier rüberkommt. Das ist eigentlich echt immer ganz gut. Die meisten Leute haben in ihren Studios mindestens zwei verschiedene Paar Boxen, wo man hin und her switchen kann. Und auf beiden darf es nicht dröhnen, darf es nicht in den Ohren wehtun und muss es gut und ausgewogen klingen. Vielleicht versuchst du es da mal ein bisschen. Das wäre so. Perfekt. Okay. Machen wir weiter mit einer Demo vom Fabian Schickedanz, weil er hat sich gerade auch im Chat gemeldet und hat mir heute Mittag das schon geschickt. Ich muss das nur kurz runterladen, weil er mir leider keinen Streaming-Link geschickt hat, aber das haben wir sofort erledigt. Ach so, stimmt, wir sehen jetzt hier natürlich den Chat gar nicht, das ist natürlich auch... So, der Song heißt auf jeden Fall Party Girl und es ist ein Radio-Edit, den ich jetzt hier weitergeleitet habe. Müssen wir dann direkt vom WhatsApp aus abspielen, ich habe es dir da geschickt, okay. Wie das geht. Theoretisch auch das funktionieren. Nice. Ja. Mm-hmm.
kann jetzt natürlich nicht 100% sagen, ob das, also die Nummer, so wie wir es jetzt über geschickt bekommen haben, ob das genau die finale Qualität ist. Das kann man natürlich jetzt über die Soundtrack-Links ein bisschen besser. Vom Track her finde ich die echt cool. Von den Elementen auch cool. Schöne poppige Nummer. Was mir ein bisschen aufgefallen ist, wie gesagt, kann an der Qualität liegen. Das Kick-Bass-Verhältnis oder generell Kick-Bass und Sub drückt hier null und plätschert so komplett vor sich hin. Wäre immer interessant, da wirklich ein Wach von dir zu bekommen, so wie es wirklich klingt. Ob das jetzt hier an der Komprimierung liegt, an der Extremen, oder ja, ob da einfach wirklich noch viel, viel, viel Luft nach oben ist. Da müsste wahrscheinlich ein anderer Sub her, eine andere Kick her, da eine super Abmischung. Das wäre auf jeden Fall, glaube ich, das Allerwichtigste. Dann waren da die Hi-Hats und so weiter sehr, sehr laut reingemischt im Drop. Also ich gehe jetzt gerade nur im Drop. Finde ich den Piano-Sound, den du im Break benutzt, der klingt super basic. Da kann man vielleicht entweder einen kleinen Layer noch mit dazusetzen oder das ein bisschen distorten oder halt irgendwie ein bisschen interessanter gestalten, dass das nicht so 100% 0815 ist. Und dann ja, maximal so ein bisschen Kleinigkeiten. Also dieser Übergang, den du hier gemacht hast mit dem Vocal in diesem Übergangspart zum Drop, ist ganz cool, auf jeden Fall so ähnlich bitte von der ersten Demo das machen, bei der Murph. Die Setzung da klingt so ein bisschen, Billo ist jetzt ein bisschen wertend, aber ist so super simpel gemacht. Vielleicht kann man es noch ein bisschen, weiß nicht, entweder minimal anders setzen oder vielleicht mit dem Vocal, mit dem Hall, den das irgendwie ein bisschen verbinden, dass das nicht so staccato, doppelt, dreifach, vierfach, so, das ist so ein bisschen günstig in Anführungsstrichen oder die einfachste Variante, die es gibt. Ja. Aber wie gesagt, schick gerne mal in deiner besten Qualität rüber. Ja, würde mich auch interessieren. Ich habe es schon öfter gehabt, dass ich auch von Produzentenkollegen über WhatsApp mal kurz ein Sound-Snippet bekommen habe, was dann relativ weit weg war von dem tatsächlichen Buff-Sound. Und ich denke aber auch, dass man hier in der Tat mit einem guten Stem-Mastering und eventuell der eine oder andere Modifikation, wie hat es schon gesagt, vielleicht nochmal eine andere Kick ausprobieren, vielleicht einen anderen Bass-Sound ausprobieren oder halt dann den Sound, den du hast, so weit zurechtschrauben, dass es sich besser zusammenfügt. Und dann könnte das durchaus was werden. Ja. Bitte nochmal Link schicken. Ich sehe im Chat, seid ihr auch schon aktiv. Ich muss ja ab und zu auf mein Handy starten, weil ich der am Rechner von unserem lieben Kollegen Mikio sitzen und ich mein Facebook-Passwort nicht weiß gerade und wir uns deshalb hier nicht einloggen können. Deshalb nicht wundern, wenn ich ab und zu aufs Handy starte, aber ich verfolge den Live-Chat natürlich auch ein bisschen und weiß dann so einigermaßen, was hier los ist. Nice. Ist auf jeden Fall wieder schöne Beteiligung. Danke an alle hier im Chat und so, ist echt cool. Machen wir weiter mit der nächsten Demo, die ist vom Philipp, glaube ich. Also sein Künstlername ist auf jeden Fall Filter. Und ist eine Collab mit Gut Lucky, der hat hier auch schon auf WePlay released. Jo. Also mal gespannt, was da jetzt kommt. Ich denke, es geht in die Richtung Bass House. Thank you.
an. Und zwar hatten wir in der letzten Demo-Listening-Session viele Tracks, wo so ein bisschen die Abwechslung fehlte und so ein paar Effekte fehlten. Das ist hier eigentlich schon ganz gut gemacht. Also du hast ab und zu so einen Backspin drin, ab und zu so einen anderen Bass-Sound drin, so kleine Pausen mit dabei. Im Hauptbreak läuft sogar ein anderer Beat noch, so ein Breakbeat, der ein bisschen Abwechslung reinbringt und das Break nicht zu langweilig wirken lässt, ein bisschen Bewegung reinbringt und so weiter. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr positiv. Ich würde allerdings gerade in den Drop-Parts diese kleinen Effekte, die ich gerade beschrieben habe, noch ein bisschen mehr akzentuieren. Zum Beispiel gerade bei dem Backspin, den du hast, da muss wirklich eigentlich alles andere dann mal kurz weg sein, auch wenn es nur für so eine Millisekunde ist, damit die Effekte besser zur Geltung kommen. Das ist manchmal auch ein bisschen so ein Rumprobieren. Da muss man halt mal einmal alles wegziehen, dann vielleicht dann doch die Hi-Hat noch durchlaufen lassen, dann die wieder ein Stück zuziehen. Das ist halt immer so ein bisschen so ein Frickelei abtesten und so weiter, aber auf jeden Fall Zeit, die sich lohnt, denn diese Details sind oft dann auch die Kleinigkeiten, die es dann ausmachen. So, die Kritik lasse ich jetzt dir. Okay. Ich habe ein bisschen Problem mit dem Zusammenspiel vom Break Vocal zum Drop. Ich finde jeweils den Anfang vom Drop, der ist so aggressiv, der ist cool, aber das sind eigentlich für mich zwei verschiedene Tracks. Das ist wie so ein, das heißt schlechtes Mashup, aber zwei Sachen, die nicht so 100% zusammenpassen. Wenn ich, keine Ahnung, bei dem Break, von dem Style, Vocal, wie es gefühlstechnisch rüberkommt, erinnert mich so ein bisschen ganz weit entfernt an so eine Afterlife von Charmy, der dann aber einen ganz anderen Drop hat, der irgendwie besser zum Break passt, auch wenn es was anderes ist, ob es jetzt Bass House oder so. Aber das hier ist wirklich so ein bisschen sphärisch und dann kommt auf einmal so eine komplette Säge, die dich da irgendwie wegschiebt. Würde ich vielleicht überlegen, ob ich da zwei verschiedene Tracks draus mache und den Drop quasi in einen anderen Break bauen und das als Drop, als Clubtool mache zum Beispiel und für das Break nochmal einen anderen Drop bauen. Das etwas, was einfach harmonischer passt so als Song. Wenn ihr es so belassen wollt, was alles komplett wie auch Geschmackssache ist, ein paar Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind, die Hi-Hat, die zum Beispiel im ersten Break da reinkommt und so ein bisschen mitspielt, die ist unfassbar spitz und tut richtig in den Ohren weh. Guckt mal, dass ihr euch irgendwie so einen Frequency Analyzer bekommt. Da gibt es ganz viele, teilweise je nachdem DAWs gibt es die auch intern. Ich habe zum Beispiel bei mir den guten alten Pinguin noch, der wirklich sehr genau ist. Da könnt ihr dann sehen, wenn ihr nur die Hi-Hat abspielt, da sind manchmal ganz spitze Parts. Wenn ihr nur die im ganz, ganz kleinen irgendwie runterzieht, habt ihr einen sehr ähnlichen Klang von der Hi-Hat, aber es tut mich so im Ohr weh. Die Abwechslung, von der Basti eben sprach, zum Beispiel das nach den ersten, was waren das, 8 Takten oder so, dieser zweite Drop-Part kommt, wo dieses Vocal immer auf der Kick mit drauf ist, das muss viel lauter, das geht so total unter. Das ist so, als ob der erste Part so und der zweite ist dann so ruhig und da müsste irgendwie ein bisschen mehr Akzent draufpacken. Da würde ich, glaube ich, dieses Box, was da immer auf den Vierteln kommt, ein bisschen lauter und klarer machen, dass das etwas homogener ist an dem Drop. Ja, genau. Hätte ich auch gesagt. Also ein Ansatz wäre jetzt gewesen von mir, um die Atmosphäre der Breaks ein bisschen düsterer zu machen, was dann besser zu den Drops passen würde, das Vocal runter zu pitchen und da mal rumzuprobieren. Allerdings fände ich das schon fast ein bisschen zu schade aufs Vocal, denn ich finde das Vocal durchaus gut ausgewählt. Wenn es eine eigene Topline ist, Songwriter oder was auch immer, dann sehr gute Arbeit. Wenn es von Splice oder so kommt, sehr gut selektiert von euch. Insofern, ich würde auch vielleicht sehen, dass ich die Breaks zu diesen Drops ein bisschen düsterer halte von der Atmo und mit dem Vocal dann vielleicht ein anderes Projekt mache. Ja. Alright. Machen wir weiter mit einer Demo von The Waves. Der Gute hat gesagt, er muss gleich leider off, deswegen haben wir das jetzt vorgezogen. Beide sind selbstverständlich. Das ist anscheinend eine Collab-Idee, steht zumindest dabei. Wieder was ganz anderes.
Ihr könnt auch gerne immer ruhig noch ein, zwei Sätze zu den Produktionen dazu schreiben, weil Collab Idea steht jetzt hier, das kann natürlich alles Mögliche sein. Das kann jetzt heißen und so weiter, ein Instrumental, wo ihr noch eine Topline sucht, was auch immer. Also immer gerne auch ein, zwei Sätze zu euch dazu oder zum Track dazu, dass man sich noch ein bisschen besser was darüber vorstellen kann, wo ihr soundmäßig auch hin wollt und was damit auf sich hat. Soundmäßig ist da auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, wenn auch die meisten Elemente eigentlich da sind. Ich glaube, es geht eigentlich hier mehr darum, wirklich beim Mixing und Mastering noch was zu machen, die Sounds ein bisschen besser im Stereobild zu verteilen, also sprich den einen Sound ein bisschen mehr nach links, den anderen Sound ein bisschen mehr nach rechts, den anderen Sound ein bisschen mehr in die Mitte zu setzen etc. Und ja, dann wird das Ganze natürlich mit einem guten Vocal stehen oder fallen. Ja, genau. Das sehe ich genauso. Du könntest vielleicht die Lead-Sounds, die könnten ein bisschen mehr pumpen, finde ich, weil der ganze Track hat ja so einen etwas pumpigen Vibe und die laufen noch relativ flach. Also das ist aber, wie gesagt, eine Sache von Sidechain, von Kompression. Und vielleicht passen sie auch so, wenn das Vocal so markant drüber sitzt, dass es dann im Hintergrund einfach so laufen kann. Das kann man natürlich erst beurteilen, wenn der Track dann mit Vocal ankommt. Aber cool, frisch, finde ich überhaupt nicht schlecht. Bin mal gespannt. Also wenn du ein Vocal findest, schick gerne mal zurück. Nice. Okay, ich habe jetzt im Chat gefragt, wer noch da ist. Wir machen jetzt weiter mit einem Song von Monet. Oh, ich muss ihn runterladen. Okay. Moment, haben wir gleich erledigt. So in the meantime, we probably can answer Lucas from France, who's in the live chat as well. And he asked if we could review tracks in English as well. Of course, absolutely. So all the ladies and gentlemen who might be watching this stream right now, of course, we can review and feedback your tracks in English as well. Nice. Should be no problemo. So. Jetzt sind wir wieder auf Deutsch unterwegs, ne? Und haben wieder einen Track jetzt direkt aus WhatsApp. Geht doch schon ein bisschen schneller. Mhm. Haben wir schon gesagt, von wem der ist? Monet. Ah ja, okay.
mir noch eine Kamera in die Richtung. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, auch schon ein, zwei Tracks, die ein bisschen in die Richtung gingen. Da habe ich bereits gesagt, dass Hardstyle nicht meine Kernkompetenz ist. Aber der Track ist sicherlich auf jeden Fall in einem Hardstyle-Set brauchbar. Die Chords sind so eine klassische, sehr eingängige Chordfolge, die auf jeden Fall im Ohr bleibt und sich auch sofort irgendwie, glaube ich, überträgt dann auf die Crowd. Die klassischen distorted Drums wurden hier benutzt. Wie weit das jetzt soundmäßig auf die Stromrechner muss bezahlt. Inwieweit das jetzt soundmäßig so passt, kann ich nicht 1000% beurteilen, zumal wir hier auch, wie gesagt, wieder gerade direkt aus WhatsApp gestreamt haben. Aber also auch da verglichen zu dem anderen Track, auch unten Kickbass nicht ganz so fett rüberkommt, kann, wie gesagt, wirklich an der Quali liegen. Wo du ein bisschen auf jeden Fall gucken kannst, was beim Mixing ist zum Beispiel der Part in den Breaks mit dem Vocal, und wenn dann der Lead Synth reinkommt, der ist ungefähr 10-mal so laut wie alles davor und schluckt sogar das letzte Ende von einem Vocal total, und wenn es dann wieder in den Steigerungspart rüber geht, fällt es wieder so komplett rein. Also entweder den Lead Synth leiser machen oder den Rest auf die gleiche Lautstärke, auf die gleiche Hörlautstärke angeben. Ich würde hier und da, aber wie gesagt, auch da sind beide keine Hardstyle-Fans, ein bisschen höre ich zwar schon die Compilations, mir würden hier und da vielleicht so das kleine Pfeffer irgendwie so ein bisschen, weil da gibt es so gar nichts, mal hier einen kleinen Fill oder da mal irgendwas oder so, es ist wirklich so relativ gerade langweilig läuft es durch. Da würden mir vielleicht so ein paar kleine Abwechslungen hier und da oder mal, das würde mir fehlen, was vielleicht noch besser machen kann. Aber vielleicht liege ich da auch total falsch und das war ist total so, out. So meiner Einschätzung oder Kompetenz nach war es halt ein recht klassischer Hardstyle-Track. Genau, also sehr, sehr. Vielleicht kann Jan da sogar auch mehr zu sagen. Ich habe da mitbekommen, dass gerade in den letzten ein, zwei Jahren bis immer mehr am Vocus, dass man sogar zwei verschiedene, komplett verschiedene Drops hat oder verschiedene Drums benutzt innerhalb eines Tracks. Das war jetzt halt vom Aufbau und von den Elementen her recht klassisch, ne? Kann man ja, sagen. Ich sagen. Aber muss deswegen natürlich nicht schlecht sein, findet sicherlich auch noch seine Anhänger. Aber ist jetzt leider, wie gesagt, nicht unsere Kernkompetenz und wäre auch leider nichts für eines unserer Labels. Mir hat der Track auf jeden Fall gefallen, also kannst du gerne mal schicken, wenn du willst. So, ein Bootshaus-Play ist schon mal garantiert. Hat sich ja schon gelohnt, die Einsendung. Ich hatte dem Phil versprochen, dass er als nächstes ist, und danach können wir die Demo noch auf englischsprachig machen, wenn ihr wollt. Yes. Okay, ich schicke dir den nächsten Link. Das ist von Uplink X Ariel und heißt Back Tonight featuring Harley Bird. And the next one, just that you know, is the English one, so you're gonna be right next. Yeah.
erstes, ich finde den Drop ziemlich geil, ehrlich gesagt. Echt guter Drop. Ich würde eventuell den Lead oder den Top-Bass, wie man es nennt, würde ich ein bisschen lauter mischen, auch wenn es dann vielleicht ein bisschen mehr komprimiert wird. Aber der muss eigentlich noch mehr vorne sein, dass es irgendwie ein bisschen mehr knallt. Das Vocal finde ich im Break versteht man an manchen Parts nicht so gut. Da solltet ihr vielleicht mal ein bisschen aufs EQing gucken. Das heißt, gibt ja verschiedene EQs, entweder das von Hand, dann wo das, wenn das Vocal kommt, an im Backing den Bereich, wo das Vocal ist, meistens irgendwas zwischen 1000 und 2000-3000 Hertz, da also dieser Hauptbereich, müsst ihr mal bei euch gucken, wo bei euch der Hauptpart liegt, das einfach ein bisschen EQen, dass das Vocal gerade durchkommt, so klingt das noch relativ matschig. Ich finde das Vocal nicht so gut und irgendwie auch nicht so 100% passend, bringt den Track ehrlich gesagt nicht wirklich nach vorne. Wenn ihr die Nummer mit dem Drop und einem coolen Sample-Vocal und einem relativ einfachen Break macht, finde ich es eigentlich ein cooles Club-Tool, was ich mir auch, wenn das wirklich top klingt, am Ende gut vorstellen könnte, sogar bei uns eventuell. Aber ich glaube nicht, dass dieses Vocal die Nummer so extrem weiterbringt. Muss ich mich leider anschließen, wobei natürlich klar, eigenes exklusives Vocal generell sehr gerne gesehen ist und nicht irgendwie ein Splice-Vocal, nein, was wir schon 20 Mal hatten, das ist klar. Wenn die Hose eins finden, was man noch nicht hatte. Ja, das kann man ja sehr gut umsetzen. Ja. Wenn ihr unbedingt bei dem Vocal bleiben wollt, müsst ihr auf jeden Fall nochmal ran. Ja. Besonders an Stellen, wo das Vocal so ein bisschen solo steht, hört man halt besonders heraus, dass es noch nicht ausreichend bearbeitet ist. Micha hat es schon gesagt. Ja, auf jeden Fall mit dem EQ nochmal ran. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass es teilweise noch ein bisschen trocken ist, also dass es noch irgendwie gedoppelt werden muss, dass da noch ein bisschen Hall und oder Delay drauf muss und sowas alles halt. Vielleicht ist man dann aber tatsächlich mit einem Vocal Sample, was schon von der Qualität her im Großen und Ganzen besser ist, auch besser bedient. Dann würde man den Break ganz anders aufbauen. Genau. Genau. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall cooler Track. Ich fand den Drop auch super. Und das wäre jetzt auf jeden Fall ein Kandidat, wo wir gerne noch ein Update hören würden. Übrigens, Ablink sagt mir irgendwas. Ich glaube, ich habe noch irgendein Bootleg von euch gespielt. Ja, du machst schon länger gute Sachen. Ich bin jetzt leider nicht an meinem Rechner, sonst würde ich das schnell eingeben in meine Suche hier. Aber wie gesagt, cooler Track soweit und gerne, wenn ihr denn da auf dieses Vocal eventuell verzichten könnt oder euch dann was anderes einfällt, ein Update schicken und dann hören wir sehr gerne nochmal rein. Genau. Nice, das klingt ja gut. Okay, so we go ahead and with your demo. What was your name again? Lucas, I think. Yes. Lucas Fernandez. Yes. Okay, the track's called Carousel. Let's do it. Queens to France. We'll be right back.
synthesizer. Yeah, I put a synthesizer in the first drum. Yeah, that one. The build-up in the main break is very similar to the first one, but then there was this prank vocal, very funny. So obviously inspired by Fischer and Hügel and all the other guys who are producing successful tech house tracks these days. Overall, a good tech house production, yeah. No doubt. Production-wise, very good, like one of the best productions today. Yes. Production-wise, yes. I think you should search for another element for the track, because in some parts it becomes kind of boring over the time. Or work the existing elements like differently all the time, so. Yes, yeah. And maybe, I don't know, I like drum set fill-ins, but I'm not 100% sure, because you use it so often, like nearly the same drum set fill-in, and that doesn't really fit in the track, just as a, like the sample, the fill-in sample is maybe not the best, because this, it sounds so much like a pop song sample that doesn't really fit to the tech house track. Just like if it was only once, that would be okay, but if you use it, I don't know, I heard it five times or something, I would switch that one. To the funny part, it is actually funny, but not 100% sure if this is the best part. Like when everybody's expecting the break, I don't know, when you play it out, it's funny one time, I don't know if I would play it so often. I don't know, because everybody's expecting the party. I know what you want to do, and it's a good thing. So, and maybe it's good, and people will play it because of this. But I don't know if this will be a hit in the end. Probably it should be more promptly, because you know I think there's some kind of drop with this one here without the synthesizer. Where's my synthesizer? Yeah, I put a synthesizer in the first drum. Yeah, that one. Because, you know, it's still a funny part, no doubt, but it's a kind of nerdy, the joke, you know? If you prank the people with an cheesy 80s classic, like all the crazy Australians are doing it, everyone understands the joke, and this is kind of nerdy with a synthesizer, and maybe it's too nerdy for the masses. Yeah. I don't know. And yeah. when the drops then hits, it is pretty boring. Maybe even though it's boring to put the tech house horn on it, but something like now when it drops again, just something. I know that's been used. Not even a crash, you know? Maybe a nice crash will fix it. Yeah, or a crash day. But, yeah, feel free to send it over again as soon as you're fixed all the mentioned points. No, just kidding. Yeah, nice track, of course, and thanks for sending. If you have the time and effort to improve the mentioned details, feel free to send it over again, and it will be a pleasure to listen to it. Yeah. Nice. Okay. Es wurde noch, also ein Kommentar zu eurer Kleidung gab es, ob heute Tag in Weiß ist. Ja. Eigentlich ist auch eins live, der lokale Radiosender hier sagte mir eigentlich heute Morgen, dass der Tag des Kaffees ist.
Aber da wir nicht in Braun kommen wollten, haben wir uns dann für neutrales Weiß entschieden. Nee, es war nicht abgesprochen. Das haben wir nicht abgesprochen. Okay, wir machen weiter mit, wie versprochen, Jermaine. Der Song heißt einfach ID1 und ist von Jermaine Vita. Yo. Let's go. Besondere Drop ist cool, kann man so spielen, alles top. Aber nur dieses Vocal, dieses kurze, finde ich, reicht nicht als Thema. Reicht irgendwie nicht für einen Track, reicht nicht, ob es eine Melodie ist oder das Vocal ein bisschen länger ist, ist ja was anderes erzählt. Mir ist das ein bisschen zu wenig. Beim Break am Anfang könntest du vielleicht ein bisschen die Hi-Hats aussetzen, die laufen so extrem laut gleich durch. Und produktionstechnisch sind hier die Boxen von Mikio, kenne ich nicht 100%. Kann das sein, dass du nur einen Bass benutzt hast, also einen, der Sub und Top gleichzeitig ist. Klingt ein bisschen, als ob der ein bisschen dröhnt. Versuch doch mal, den Bass zu splitten und einen Sub noch drunter zu setzen. Der klingt auch relativ hoch. Vielleicht machst du die ganze Nummer auch mal in eine oder zwei Noten tiefer oder zwei Halbnoten eine Note tiefer. Dann klingt es nochmal ganz anders, weil so, es drückt irgendwie nicht so untenrum, was natürlich extrem wichtig ist. Würde ich genau entweder mal ein bisschen tiefer probieren oder einen höher, muss man einfach ein bisschen ausprobieren, wo welcher Sound wie klingt und den Sound ein bisschen splitten. Nimmst du einen Sub, der nur bis 80, 100 Hertz geht und dann nimmst du einen Top-Bass, der ab 80, 100 bis 200, 300 geht und den Bereich, dann kannst du es noch vielleicht ein bisschen besser leveln, weil das gerade bei dem Style ja das Wichtigste ist, dass das so ein drückt. Ja, mit dem Bass, das wäre auch mein Hauptkritikpunkt oder Schrägstrich Haupttipp gewesen. Genau. Und trotzdem interessant, also die gleich im Trend zu hören, also weil das ja auch wieder jetzt in die Richtung ging wie der letzte Track
Und man merkt schon, wie aktuell einige Protagonisten, ganz besonders die, die Nachwuchsproducer und auch die Szene beeinflussen. Irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, das Vocal Sample kennen wir. Ich könnte schwören, dass wir sogar in der letzten Demo-Listing-Session einen Track mit dem Vocal Sample gehabt hätten. Vielleicht war es aber auch irgendeine andere Demo, die zwischendurch reinkam. Ist also vermutlich ein Sample, finde ich eigentlich auch nicht schlecht ausgewählt. Es wird natürlich sein Alleinstellungsmerkmal ein bisschen verlieren, wenn jetzt 10 Tracks damit rauskommen, weil das ist halt bei coolen Vocals entweder erstmal der erste oder man hat halt schnell so diesen Effekt, dass man denkt, so, ah, war schon 10 mal da. Aber an sich auf jeden Fall. Wenn es gut umgesetzt ist, der es am besten umsetzt, der gewinnt. Also ohne Frage, ohne Frage. Also jetzt, um jetzt in der Richtung zu bleiben, eine Hügel-Hausmusik ist auch nichts anderes als ein altes Vocal-Sample. Genau, aber da ist es, sag ich mal, genau, die hat es mich auch sehr, sehr erinnert, aber da ist halt, da ist für mich der Spielgrund das Vocal-Sample. Das ist dann gut umgesetzt. Auf jeden Fall, klar. Und das fehlt halt hier. Und entweder musst du eine geile Melodie ins Break machen oder du nimmst noch ein ganz anderes Sample. Also irgendwie fehlt so der Aufhänger. Der Rest klar, ist gut gemacht, man kann es verbessern. Absolut. Aber so nur dieses kurze Mini-Vocal und sonst passiert nichts, in Anführungsstrichen, reicht eigentlich nicht als Aufhänger, dass das gespielt wird. Ja. Ich habe übrigens jetzt gerade erst gesehen, dass im Live-Chat, vorab nochmal vielen Dank für den Track, so, eins nach dran, dass der Mantu das geschrieben hat mit Dark Hands and Weiß. Mantu, liebe Grüße, wir haben es leider verpasst beim Reeperbahn-Festival. Grüße gehen raus. So, und hier ist auch schon in meinem WhatsApp-Verlauf die nächste Demo, sehe ich richtig an. Yes, genau. Wer hat sich gerade nochmal gefragt, wer noch aktiv ist im Chat, ist natürlich immer besser, wenn wir Leuten Feedback geben, die auch gerade noch zugucken. Deswegen machen wir jetzt weiter mit Chris Anson und der Song heißt Feeling Better Now. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir noch besser fühlen. Da, also sprich die Tracks, wenn sie bei Soundcloud oder so gehostet sind, sind alle erst vor ein paar Tagen oder sogar erst vor ein paar Stunden hochgeladen worden. Das sehen wir natürlich sehr gerne und das war auch einer der Tipps, die wir beim letzten Mal oder beim letzten Mal immer wieder gegeben haben. Denn es macht halt keinen so guten Eindruck, wenn ein Track schon seit 6 Monaten auf eurem Soundcloud-Channel liegt, was jetzt nicht unbedingt was über die Qualität des Tracks aussagen muss.
Aber einfach so vom Eindruck her und vom Gefühl her fürs, fürs Label oder generell für jemanden, den man das anbietet, sei es auch einem DJ-Kollegen als Promo etc. oder wenn du es am Radiosender vorstellen willst und so. Wenn da schon 687.000 Plays hat, dann geht man davon aus, okay, so viele Leute haben es gehört, fanden es nicht geil, sonst würdest du es nicht weiterschicken und dann kann es sein, dass viele Kollegen erst gar nicht einhören. So sieht's aus. Und heute relativ viele sehr frische Uploads, das freut uns natürlich, also vielleicht jetzt auch ein bisschen was damit zu tun, dass es einer unserer Tipps war. Außerdem, ich habe auch bei ein paar Leuten jetzt eben mal so ein bisschen rumgeklickt auf den Soundcloud-Profilen. Relativ gut gepflegt auch alles. Wenn das nur irgendwie eine Beschreibungszeile ist, DJ-Producer vom Hamburg oder so, das ist ja auch schon mal eine Information. Hier auch vorbildlich in der Track-Description sogar noch ein Download-Ding zur WAF und Links zu allen Social-Media-Kanälen. So wünscht man sich das eigentlich, um das mal jetzt positiv vorweg zu erwähnen. Zum Track. Ist einer von den Produktionen, die ich nicht so richtig einordnen kann. Ich kann mir jetzt nicht richtig vorstellen, wo wolltest du wirklich hin. Ich dachte am Anfang erst, dass es so ein bisschen Richtung Tropical House gehen soll. Finde aber, dass der Lead-Sound insbesondere, wenn das da in die Richtung soll, sehr Preset-mäßig klingt, sehr unausgefeilt. Es ist auch, glaube ich, nur ein Sound. Also normalerweise bei einer richtig ausgefeilten Produktion müsste man da mindestens zwei, drei Sounds irgendwie layern und jeweils auch noch ein bisschen ausarbeiten. Das klingt noch ein bisschen sehr Raff-Demo-mäßig. Ich probiere mal aus mit einer Melodie, nehme den erstbesten Preset-Sound dafür und das war noch nicht so richtig. Da macht sie Mischung, ne? Aus einer sehr einfachen Melodie und dann auch noch einem sehr presettigen Sound. Wenn das eine einfache Melo und ein super Sound ist oder andersrum, super Sound und eine einfache Melo, dann ja, das ist natürlich so, wie es ist, noch nichts. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das Vocal ein richtiges Vocal ist für einen Dance-Track. Ich finde das so ruhig und keine Ahnung, muss man das remixen? Muss man da einen Dance-Track draus machen? Wenn hier auch so ein Hardstyle-Ding rauskommen würde, so am Anfang würde ich auch noch passen und hinten raus ist es so super ruhig und laid-back. Ich habe auch lustigerweise erst an so einen Trance-Track eher mehr gedacht im Zusammenhang mit dem Vocal. Also ich könnte mir halt ich würde das jetzt auch ein bisschen oldschool, ich bin ja aus der Trance-Szene ein bisschen raus schon ein paar Jahre, aber so einen oldschooligen Trance-Track eigentlich gut vorstellen, der ein ewig langes Outbreak hat, einen geilen Build-Up und da ist halt erstmal anderthalb Minuten komplett Stille mit geilen Streichern und das Vocal drüber. Das kann ich mir besser vorstellen eigentlich als in so einem Tropical House Kontext. Ja. Aber das ist natürlich auch ein bisschen glücklich. Ja. Aber wie gesagt, produktionsmäßig denke ich, ist alles gesagt zu dem Track. Insofern einfach dranbleiben und weiter an den Sounds vielleicht feilen. Genau. Gut. So, Jan ist hier sehr eifrig dabei, in Tasten zu hauen und hat mir auch schon den nächsten Track bei WhatsApp hier rübergehauen. Das hätte ich zweimal hauen gesagt, das ist auch nicht cool, ne? Überhauen, ja. Whatever. So, gibt es hier irgendwelche Hintergrundinformationen noch? Oder sollen wir einfach mal starten? Hat er was dazu geschrieben? Ja, er hat mir, genau, er hat mir halt drei Songs geschickt. Ah, okay. Habe ich gefragt, welchen? Dann hat er gesagt, eins oder drei. Ich habe jetzt einfach mal drei ausgewählt. Das ist ein G-House-Track. Ja, hoffen wir mal, das ist der beste Track von den dreien. So, let's go. Oh,
Idee her ganz cool. Break finde ich irgendwie ein bisschen zu unspannend, das Vocal finde ich ganz geil. Aber wenn er anfängt zu quatschen, das dauert viel zu lange und irgendwie hast du den Break nicht spannend arrangiert. Ich glaube, ich würde ihn viel kürzer halten. Und da muss noch irgendwas passieren, was es ein bisschen spannender macht. Das Vocal ist gut, mit dem kann man arbeiten, aber das Backing, ich glaube, da müsstest du nochmal ran. Beim Drop, den finde ich geil, allerdings finde ich, weißt du, glaube ich, nicht so genau, worauf du dich konzentrieren sollst. Auf der einen Seite hast du diesen tiefen Sägezahn, rum, 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 der so halb vorne steht. Dann hast du noch diesen Wim, Bim, 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 Bim obendrauf, der eigentlich dazugehört, aber so ein bisschen hinten ist. Ich glaube, man sollte sich ja mixing-technisch für eine Sache ein bisschen entscheiden. Das ist so ein bisschen so zwei Sachen, die so nebenher laufen, zwar nicht schlecht, aber auch irgendwie nicht so fokussiert. Das wäre so meins. Ich glaube, ich würde diesen hohen Sound ein bisschen mehr in den Vordergrund packen und dann vielleicht im Sägezahnbass, der dann darunter schraubt, die Frequenzen dann rausnehmen und ein bisschen Platz machen für diesen oberen Sound. Dass das ein bisschen mehr zusammenspielt, weil so ist es, ja. Der Bass da unten, der schiebt aber auch in den Höhen so viel mit, dass es irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist. Oder man wechselt es ab. Oder man wechselt es ab, ja, aber genau, das meine ich mit der Fokussierung. Ja, ja. Du kannst ja zum Beispiel einen Tag. So dass halt auf einer Sache immer der Fokus liegt. Ja. Das wäre vielleicht sogar mit der Abwechslung das Beste. Ja. Und Micha hat schon gesagt, was auch als erstes aufgefallen ist, eigentlich Break ist relativ unspektakulär. Ich glaube, wenn man jetzt das bei den Elementen hier belassen will und halt in den Drops an den Sounds ein bisschen feilt noch, kann man den Track im Großen und Ganzen so auch lassen eigentlich. Allerdings würde ich dann das Break einfach kürzen, weil so ist es halt insgesamt noch ein bisschen zu unspannend. Wir haben jetzt hier eine Spielzeit von 3 Minuten 7. Wenn du da einfach insgesamt 30 Sekunden abziehst, genau. Wenn du einfach jetzt, ich rede jetzt quasi von der Spotify-Zeit, wenn du jetzt 30 Sekunden abziehst und ich glaube, die kann man guten Gewissens den Break abziehen, dann sind wir bei 2,37. Das ist immer noch für ein DJ-Tool eine absolut legitime Playtime für den Radio-Edit oder Spotify-Edit, wie man auch immer es nennen will. Dann kommen noch vorne hinten 30 Sekunden Beats dran für Mix-In, Mix-Out und Feierabend. Also da muss man sich, glaube ich, nicht so lange mit dem Break aufhalten. Wenn man das Break so lang lassen will, dann fehlt noch ein zusätzliches Element und irgendwas, was noch mehr Spannung reinbringt. Aber wenn du die Sachen alle berücksichtigst, bitte noch was schicken. Auf jeden Fall. Viele kennen ja auch unsere Bass-EPs. Die sich, wie ich immer wieder höre, von DJ-Kollegen großer beliebter Freund. Und deshalb, das wäre schon ein Kandidat, den ich mir da gut vorstellen könnte. Insofern gerne nochmal ein kleines Update machen und dann erneut rübersenden. Genau, könnt ihr entweder einfach an meine E-Mail-Adresse senden oder an demos@we-play.cc. Machen weiter mit einer Demo, ist eine Collab, sehr interessant, Topic und Dario Rodriguez, der Track nennt sich Rollin'. Dario! Jetzt wieder gespannt. Ja, ich dachte, jetzt sind wir auch, die Erwartungshaltung ist sehr hoch. Vorab noch kurz, weil die Frage eben, ich glaube, zweimal schon im Chat sogar kam, ob Soundcloud-Ding in Ordnung sei. Soundcloud ist in der Tat sogar, das haben wir auch immer wieder mal gesagt, unser Favorite eigentlich. Weil man wirklich direkt unmittelbar den Track abspielen kann. Man kann das auch unterwegs machen. Und ihr könnt vor allem auch bei Soundcloud in die Beschreibung noch ein, zwei Informationen setzen oder wie der Kollege eben Social Media Links und so weiter. Das heißt, es ist eigentlich der beste Weg, um auf einem Link Infos zu haben, den Track zu haben, den Track sofort hörbar zu haben und so weiter. Schlecht sind immer Download-Links, ganz besonders Sachen, die zeitlich limitiert sind. Also nicht jeder hat ja bei WeTransfer zum Beispiel einen Pro-Account, sprich da laufen dann spätestens nach 2 Wochen, glaube ich, die
links ab. Genau. Wenn viele Demos mal reinkommen bei uns, dann kann es auch mal sein, dass es ein oder zwei Wochen dauert, bis wir dann einen Track hören können. Und wenn der Link dann abgelaufen ist, ist der Aufwand natürlich relativ groß, euch in Mikes ranzuschreiben, um einen neuen Link zu bitten. Deshalb sehr gerne Dropbox oder Soundcloud, am liebsten Soundcloud, weil die da, wie gesagt, auch noch Informationen reinpacken können zu euch. So, genug gelabert. Liebe Grüße an Topic und Dario. Wir werden das jetzt natürlich hier sehr streng beurteilen, das ist auch nicht klar. Ja, okay, ist nix. Zum Track, ich finde, mit dem Vocal hätte man ein bisschen mehr machen können. Das läuft mir zu oft irgendwie einfach gerade irgendwie durch. Und mir subjektiv sind die Drop-Parts viel zu kompliziert. Also da kommt so viel rein, was irgendwie, also da ist irgendwie keine Linie, die ich auch nur im Kopf irgendwie mitgehen kann oder mitfeiern kann. Also ich würde mich, glaube ich, beim Tanzen mit den Beinen verhaspeln oder... Ja, wann kannst du tanzen? Das ist ja ganz neu. Ja, nein, aber also ich finde es viel zu kompliziert und mir fehlt da so ein bisschen die Linie, was das sein soll, ehrlich gesagt. To be honest. Klar, es ist Basshaus oder Basshaus, aber ja, mir fehlt da irgendwie so eine Linie, der ich folgen kann, die irgendwie so ein bisschen einprägsam ist. Ich finde es ein bisschen zu kompliziert. Ich finde es von der Produktionsqualität im Sinne von Mastering und Qualität der einzelnen Sounds top, habe aber auch eigentlich nichts anderes erwartet. Aber wie Micha schon sagt, es wurde halt so ein bisschen krampfhaft versucht, für Abwechslung zu sorgen. So sehe ich das ganz subjektiv. Und ja, an sich ist alles da.
Wie gesagt, die Sounds und Qualität ist da. Das klingt hier auch sehr satt und ausgewogen. Vom Mixing und so weiter alles top. Aber so ein bisschen krampfhaft auf Abwechslung. Und mir dann auch ein bisschen zu konfus, glaube ich. Trotzdem liebe Grüße. Okay, wir haben, also ich habe jetzt gefragt, gerade niemand gemeldet im Chat. Wir machen jetzt einfach weiter mit der Nummer, weil ich fand es interessant. Das ist von Gigo Migo, die Open Beats Residence, beziehungsweise ihr Zweitprojekt, wenn ich da mich richtig informiert habe, GLRS. Keine Ahnung, wie man es ausspricht, sorry. Jedenfalls ist eine ID und wir hören jetzt rein. Sounds ja eigentlich nicht schlecht, es sind natürlich einige Sachen, gerade im Arrangement, die ich komplett anders machen würde. Auch halt allein schon, um das Ganze ein bisschen tanzbarer zu machen. Ich finde das Break auch hier wieder, das hatten wir heute schon ein paar Mal, zu unspektakulär.
unspektakulär und zu unlebendig und ja, fast schon langweilig im Verhältnis zur Länge. Auch dieser Part mit den Breakbeats nach dem zweiten Drop, der schließt sich mir noch nicht so ganz, zumal dann danach einfach nicht der eigentliche Drop kommt, sondern der Abbau-Part quasi, das Ende, wieder mit geraden Beats. Das habe ich nicht ganz verstanden. Also ist es natürlich, nicht, dass es irgendwer falsch versteht, generell ist natürlich alles erlaubt. Gerade in der Musik oder in der Kunst im Allgemeinen. Und nur wenn man auch verrückte Sachen ausprobiert, wenn man mal was anders macht als alle anderen und nicht Schema F folgt, entstehen natürlich auch neue, coole Sachen. Aber sobald es halt in Richtung Dance Music geht, ist natürlich auch immer ein bisschen gerade für uns als Label und auch mit Produzentenhintergrund und so weiter, immer ein Punkt, dass es halt tanzbar sein sollte. Und je nachdem, wie weit man dann experimentiert, geht die Tanzbarkeit ab und zu ein bisschen verloren. Und da muss man halt auch ein bisschen aufpassen, dass gewisse Parts im Track nicht zu experimentell werden, nicht zu lang werden etc., damit das Ganze halt auch dann auf dem Dancefloor funktioniert. Ja, genau, eigentlich hat er quasi alles gesagt. Break ein bisschen kürzer. Ich würde eventuell auch die Steigerungsparts am Ende des Breaks anders bauen, so wie sie jetzt sind, wenn das Vocal aufhört und dann die Groove-Melodie quasi reinkommt. Das wirkt so super Standard. Braucht der Titel eigentlich gar nicht, weil das Vocal ist eigentlich cool, der Drop-Part ist cool, finde ich so. Genau, ist ein bisschen oldschool, aber mir gefällt es auf jeden Fall. Und das braucht eigentlich diese super 0815 Standardsteigerung nicht. Probier mal, ob du da irgendwie anders arbeiten kannst, ob du irgendwie die Mellow anders reinbringst, irgendwie durch den Hall, durch weiß ich nicht was, aber das vielleicht ein bisschen cooler den Übergang zwischen Break und Drop schaffst. Und ich würde, glaube ich, ein anderes Snare-Clap und vielleicht auch eine andere Hi-Hat nehmen. Die wirken relativ günstig und sind nicht so 100% homogen zum Rest. Ja. Okay, wow, die Zeit ging echt schnell rum. Wir haben schon wieder fast halb. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier noch einen Track. Und dann war es das leider auch schon für heute. Also schon mal danke an alle Einsendungen. Und alle Sachen, die jetzt hier nicht behandelt wurden im Stream, werden trotzdem weitergeleitet an die beiden und auch an Mikio, den dritten A&R. Also euer Zeug wird auf jeden Fall angehört. Ich war schon gefragt, wo der Asiate ist. Wo der ja, wir haben heute freigegeben. Nach dem Feedback letztes Mal gab es zu viel Morddrohung. Da müssen wir jetzt aus Schutzgründen nochmal frei. So. Letzter Track ist nochmal einer von Uplink. Ja, war die ganze Zeit hier im Chat aktiv, sei ihm gegönnt. Das und Monet, wie gesagt, dein Track wird auch hier auf jeden Fall noch gehört, dein zweiter. Fangen wir jetzt erstmal damit an und dann ist yes. Gut. Hier übrigens gleich umgesetzt, was wir eben gesagt haben. In der Soundcloud-Description steht noch im Prozess, gern auch Feedback, Focus Festival. Da weiß man halt, wo will der Producer hin damit, in welche Richtung können wir das Feedback ausrichten und so weiter. Sehr hilfreich.
klingt ein bisschen, als ob der Bass vergessen wurde. Oder noch nicht da ist. Genau, die Boxen sind nicht so basslastig. Nee, die Boxen sind nicht basslastig, das stimmt. Aber trotzdem rundherum. Also der Lead-Sound, der ist extrem grell und kreischend schon fast. Da würde ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Frequenzen suchen und die rausholen. Vom Sound her kann man das machen. Aber wie gesagt, würde ich ganz klar noch EQen und die fiesen Frequenzen rausziehen. Und dann ganz klar noch einen dickeren Bass unten reinzusetzen. Oder wenn du da auch einen Subbass drunter hast, den auf jeden Fall. Der Phil, der anscheinend ein Teil des Duos ist, schreibt auch gerade im Live-Chat: Bass ist noch Baustelle, haha. Ah, okay. und der zweite Part ist noch Baustelle. Also da sind nur einige Baustellen anscheinend drin. Dann schick doch mal, wenn die Baustelle behoben wird. Genau. Ja, aber auf jeden Fall die Richtung und was auch hier in der Description steht, Focus Festival, ist auf jeden Fall gegeben. Ja, das kann ich mir schon auf der Ultra Mainstage vorstellen. So. Weiß noch einer? Ja, also der Daniel schreibt hier im Chat, der wird gerne auch Feedback. Ich finde seine Einsendung aber leider nicht. Ja, vielleicht gibst du mal kurz die E-Mail durch, dann können wir nochmal gucken. Ansonsten würden wir jetzt, was Demo-Feedback angeht, Schluss machen. Also wenn nicht beeilst, sind die beiden hier wohl so nett und hören noch mal rein. Ja, wir haben jetzt auch schon wieder anderthalb Stunden. Die Zeit ist wieder geflogen. Jan hat es eben schon mal gesagt, wir werden natürlich trotzdem alles anhören. Also auch natürlich außerhalb unserer Demo-Listening-Sessions. Das sage ich immer gerne. Nochmal aufs Neue, es werden alle Demos gehört, die ihr einsendet. Asiate gibt alles. Es ist halt nicht immer Zeit da, um ein ausführliches oder konstruktives Feedback zu schicken, aber wir bemühen uns sogar auch immer Feedback zu geben. Aber bitte habt Verständnis, wenn das halt nicht jedes Mal möglich ist. Und wir werden aber auf jeden Fall Feedback geben zu allen Einsendungen, die im Rahmen dieser Demo-Listening-Session gekommen sind. Und wir sind ja auch nächsten Monat dann wieder on air. Genau. Ja. Okay. Und was vielleicht auch wichtig ist, auch wenn es gerade hier von den Jungs von Uplink nur eine Idee war, bitte schickt komplette Songs, damit man sich, weil jetzt wissen wir nicht, da hat sicherlich, oder müsste eigentlich ein Vocal rein, wie wird der zweite Part, was macht mit dem zweiten Drop. Wir können nicht für jede Idee oder so, die anderthalb Minuten lang ist, irgendwie Feedback geben. Bitte schraubt einen ganzen Track, das zeigt auch, was ihr arrangement-technisch könnt, ist immer ein ganz, ganz wichtiger Part. Und kann auch, wenn zum Beispiel der Anfangspart irgendwie nicht so super ist, das Ende uns aber super überzeugt oder andersrum, kann man einfach mal ganz anderes Feedback geben und deswegen den ganzen Track schicken. Okay, ich sehe gerade, Daniel, wir hatten ja hier schon Feedback zu einem deiner Songs gegeben. Ich würde jetzt eigentlich eher mal hier jemanden bevorzugen, der noch kein Feedback bekommen hat als letzten Song zumindest. Wie gesagt, du kriegst dann auch über E-Mail wahrscheinlich eine Rückmeldung. Genau. Und wir machen jetzt aber zum Abschluss noch hier einen Song vom Dino Mileta. Habe ich schon weitergeschickt. Der Song heißt Pieces. Ja, ist auch schon hier angekommen. We'll be right back.
Tag des Kaffees, sondern den Tag des langen Breaks. Auch hier ist wieder ein sehr ausgedehntes Hauptbreak drin, was nicht immer unbedingt pauschal schlecht sein muss, allerdings muss dann auch ein bisschen mehr passieren. Könnt ihr mir das vorstellen hier so als Intro für ein Festival-Set, wenn man da quasi bei Null anfängt und hier mit dem Break-Anfang startet, das kann schon funktionieren. Ich fand den ersten Drop eigentlich echt ganz gut, war so ein bisschen Sonderling-mäßig so in die Richtung. Da war es auch noch recht aufgeräumt von der Struktur her, also die Sounds untereinander, da war hier mal ein Drumback und so weiter, alles prima. Dann ging es allerdings schon hier bei ungefähr einer Minute los. Also A, frequenzmäßig ganz schwierig und B, so eine Stelle kann man natürlich machen, super, ist ja das, was wir auch immer wieder sagen, um halt Abwechslung reinzubringen im Job, damit nicht alles so am Stück durchläuft. Aber das ist halt auch wieder sehr lang eigentlich, weil normalerweise... So müsste es eigentlich schon weitergehen. Jetzt kommt noch ein kurzer Drop-Part. Darauf folgt dann dieses ewig lange Break, für das ich persönlich auch das Vocal ein bisschen zu schwach finde. Ja. Also das Break ist auf jeden Fall kürzer und ich würde eventuell auch nach einem anderen Vocal schauen nochmal. Ja. Und in der zweiten Hälfte verliert sich der Track dann leider ein bisschen was. Ich hätte mir da eigentlich gewünscht, dass der Drop im Prinzip wie vorne ist, nur vielleicht mit ein, zwei zusätzlichen Elementen oder mit einer zusätzlichen Hi-Hat, mit einem Ride drüber, dass man halt eine Steigerung hat zum ersten Drop, aber dass man trotzdem die Songstruktur beihält und diesen eigentlich, wie gesagt, sehr coolen ersten Drop dann nochmal hat. Stattdessen, wie gesagt, verliert sich das Ganze hier ein bisschen. Es kommt dann auch das Vocal nochmal auf den Drop drauf. Das ist insbesondere, wenn du schon viele Elemente im Drop drin hast, schwierig abzumischen. Und ja, hinten am Ende ist es eigentlich nur noch so ein Sound durcheinander. Weil das Vocal ist noch so schief beim Aufkommen. Die Taste das Arpeggio, was vorher sie angedeutet hat, läuft komplett durch, über den eigentlich coolen Drop drüber, dann das Vocal auch noch oben drüber. Und das wird dann zu konfus einfach. Ja. Also ich würde den Track, glaube ich, nochmal komplett aufräumen, die zweite Hälfte vom Arrangement komplett löschen und dann den ersten Drop, der wirklich cool ist, als Basis nehmen, mich darauf fokussieren und darum dann den Track neu arrangieren. Das habe ich sehr viel gesagt, das habe ich dir gar nicht so lassen. Alles gut, okay. Also im Endeffekt, wenn du beim Vocal bleiben willst, ich finde das Vocal zum Beispiel bis zu 2 Minuten, finde ich es noch in Ordnung. Das kann man machen. Ab 2 Minuten oder so, wo dann auch der andere Drumpart dazu kommt. Das haben wir jetzt hier. Das kommt da, das ist irgendwie so ein Part, der passt null in den Track. Und darauf folgend dann auch, ist auch die Mischung total durcheinander, was heißt nicht durcheinander, aber überhaupt nicht aufgeräumt, wenn das Vocal dann noch kommt und noch mehr noch dazu kommt. Das ist auf jeden Fall, da musst du ganz, ganz, ganz krass aufräumen. Also wenn das Vocal benutzt, benutzen nur jeweils den Anfang, weil den finde ich nicht so schlecht, bringt jetzt den Track auch nicht unfassbar weiter, aber gutes Vocal zu finden ist halt auch aber schwer. Genau, dann schmeißt den zweiten Vocal Part auf jeden Fall raus und ja, aufräumen, aufräumen, aufräumen. Aber wie gesagt, ich finde auch den ersten Drop von der Idee her echt top und da kann man eigentlich echt eine coole Clubnummer noch machen. So ist es. Top. Nice. Ja, damit kommen wir jetzt zum Ende langsam. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auch mal einen Daumen nach oben hier auf das Video und ein Like. Das wäre sehr korrekt von euch. Und ja, danke an die beiden natürlich hier. Sehr gerne. Danke auch an Jan, unseren Moderator. Ja, wie immer, hervorragender Job. Bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Monat. Ciao.